Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ich wollte euch mal auf den aktuellsten Stand bringen. Ihr habt mit Sicherheit im letzten Video gesehen, wo ich so ein bisschen im Material rumgearbeitet habe. Und ich bin immer noch fleißig am Testen und habe aber in der Zwischenzeit hier mal die Kabine und die Beleuchtung noch an den Start gebracht. Denn ansonsten war ja die D11 eigentlich schon fertig. Das heißt, die Funktionen Schildheben, Tilten, nach vorne kippen, der Heckkraftheber, Fahrwerk, das war schon alles drin. Und das letzte Mal habt ihr das Ganze noch ohne Kabine hier gesehen, in dem letzten Video hier. Und da war das ausgebleit, da war aber die Elektrik war schon drin und so weiter. Und das Einzige, was wirklich noch gefehlt hat, war eben die Kabine und die Beleuchtung. Ja. Die habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch eingebaut. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich würde sagen, dann hauen wir hier mal schnell den Akku rein. Machen wir mal die Fernbedienung an. Ich habe hier übrigens wieder eine FlySky in der Verwendung. Und dann nehmen wir hier mal schnell den Akku rein. War schon eingeschaltet, oder? Jetzt ist es aus. Also ein Ausschalter ist hier unten. Das heißt, ich kann eben, wie schon in den letzten Videos gesehen, auch komplett ohne die Kabine fahren. Die Kabine wird nach unten hin nur mit einem einzigen Stecker eingesteckt und dann ist komplett oben alles versorgt. Hier und dann ist der Anschalter. Und dann habe ich, wie gesagt, das Licht eingebaut. Das heißt, hier vorne haben wir jeweils zwei Scheinwerfer. Wir haben hier oben die seitlichen und hinten einen, den zeige ich euch gleich. Und die FlySky hat 6 Kanäle. Um das nochmal kurz, ich weiß nicht, habe ich glaube ich noch nie gezeigt. Die sind so eingestellt, hier habe ich fahren und drehen über den Mischer, hier auf einem Joystick. Und hier ist das Schild hoch, runter und tilten. Dann habe ich hier oben auf dem Drehrad das Schild nach vorne kippen und wieder zurückziehen. Und hier auf der Seite habe ich an dem Drehrad den Heckkraftheber, den Heckaufreißer. So. Genau. So, 6 Kanäle, 6 Funktionen, ist also dementsprechend schon alles verbaut. Deswegen gibt es die Beleuchtung jetzt in dem Fall nicht über die Fernbedienung. Ist für mich jetzt prinzipiell auch nicht schlimm. Ist es jetzt nicht das Modell, wo ich, glaube ich, immer Licht an, Licht aus, Licht an, also keine Ahnung. Ich habe das jetzt schaltbar gemacht. Das heißt, wir haben hier einmal auf dieser Seite hier das Licht zum Einschalten. Hier vorne sind also LEDs eingebaut. Dann haben wir die LEDs hier an der Seite. Und ich drehe es noch einmal rum. Wir haben natürlich auch, die hintere LED ist auch bestückt. Ja? Das sind die, die jetzt alle mit dabei sind. Und zu dem Ganzen kann ich auf der anderen Seite hier noch die Rundumlichter schalten. Wie sieht man es denn am besten? So, oder? Also, 2 Rundumleuchten. Ich kann es auch mal ein bisschen anheben, dann sieht man es besser. Hier sind die 2 Rundumleuchten, die leuchten auch. Funktioniert natürlich auch genau andersrum. Ich kann auch sagen, ich will nur die Rundumleuchten und das andere Licht, das nervt mich. Ist also alles kein Hexenwerk. Ja, wie gesagt, die ganze Elektronik sitzt hier für die Beleuchtung direkt hier in dem oberen Gehäuse. Ist also nicht nach unten hin, nur eben mit dem einen Stecker, der den Strom versorgt, die Stromversorgung liefert, verbunden. Und das Ganze ist auch nur geklipst, also die hält jetzt schon fest, aber ich kann sie im Endeffekt mit einem Ruck abnehmen und kann das ganze Teil hier runterheben und bin sofort an allen wichtigen Teilen. Ja, Akkufach habt ihr gerade gesehen, ist super schnell an der Seite gemacht und das ist jetzt so der aktuelle Stand. Ja, das heißt, ich werde jetzt das Modell noch weiter ausgiebig testen, mit der Kette beim ersten Fahren. Gleich mal das passende Malheur natürlich passiert, denn sie hat sich eingelaufen beim ersten Fahren. Dann habe ich sie dementsprechend nachgespannt. Auf der einen Seite super, hat gar nichts gebraucht. Auf der anderen Seite ein bisschen zu streng und jetzt hat ein Kettenglied etwas gelitten und da kommt jetzt noch ein Ersatz rein. Ist aber nicht schlimm und wie gesagt, wenn die Kette richtig eingestellt ist, wie es jetzt auf der anderen Seite der Fall ist, ist das ganz hervorragend und da braucht es gar nichts, die rutscht nicht durch und hat genug Spannung und wie gesagt, durch diese Variante mit der Schraube kann ich mit dem Schraubenzieher jederzeit auf dem Parcours einfach ein bisschen nachdrehen, kann es leichter machen, beziehungsweise kann es einfach nachspannen, wenn die sich eingelaufen hat. Ja.
Die Schmutzabweiser funktionieren wahnsinnig gut. Also die Leiträder sind komplett frei von allem. Also da kommt auch nichts zwischen rein. Das heißt, die bauen kein Material auf, was die Kettenspannung nochmal erhöhen würde. Das haben wir jetzt hier alles nicht. Auch unten drin, die Kugellager sind dementsprechend eigentlich sauber, weil es kann sich nicht in dem Maße aufbauen. Ja. Ich bin soweit echt zufrieden. Sie lässt sich schön feinfühlig fahren. Ist auch von der Geschwindigkeit her genau das, was ich mir vorstelle. Aber gut, ich habe ja die Motoren passend für diesen Umbau gekauft. Deswegen, also aus einem Set sozusagen von Magom heraus, da habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Genau. Ich werde es jetzt nochmal weiter testen und hier und da vielleicht nochmal ein bisschen was korrigieren. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich absolut zufrieden. Vielleicht noch ganz interessant, ich benutze auch hier meine 3S 1000er Akkus, 1000 mA und damit kann ich in meinem Material eine gute Stunde fahren, wenn ich sie jetzt nochmal richtig rannehme, beziehungsweise wenn das Material schwerer oder nass wäre oder sowas, würde ich jetzt mal tippen 45-50 Minuten mit einer Akkuladung, ist also auch völlig im Rahmen, da wenn ich zwei Akkus dabei habe, dann kann ich die im Wechsel fahren. Ist also überhaupt kein Problem. Genau, ich teste es noch weiter und sollte ich noch mal was dran ändern, gebe ich euch natürlich Bescheid. Ja? Freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart und freut mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Ja? Bis dann!